Ja, hallo zusammen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Spezialfolge von Akasol Inside. Wie ihr unschwer erkennen könnt, heute nicht bei uns in unseren Räumlichkeiten in Darmstadt oder Langen, sondern auf der Battery Show in Hannover. Eine wirklich tolle Messe, auf der verschiedene Batterietechnologiehersteller ihre Entwicklungen zeigen, aber auch natürlich Hersteller von Produktionstechnologie oder Chemie. Und insofern möchte ich heute euch natürlich gerne unsere Batteriesysteme und Produkte zeigen, die wir auf dem Stand präsentieren. Da haben wir zum einen unser AK-System 15 OEM. Das ist natürlich das System, was alle kennen, was in aller Munde ist. Das System, das aktuell auch beim Daimler EvoBus in den Busbatteriesystemen eingesetzt wird. Ein Batteriesystem mit 25 Kilowattstunden, sehr robust für den Nutzfahrzeugeinsatz. Und was noch viel interessanter ist, ist die Geschwindigkeit, in der sich die Batterietechnologie entwickelt, auch bei Akasol. Denn schon im Jahr 2019 erwarten wir die nächste Generation des AK-System OEM. Auch hier sieht man, es sieht eigentlich genau gleich aus. Es hat auch wieder 15 Module, allerdings mit einer neuen Modultechnologie, der sogenannten 50 Ampere-Stunden-Technologie. Und wir können in den gleichen Bauraum mit diesem Modul eine Gesamtenergiemenge von 33 Kilowattstunden installieren, also eine ganze Menge mehr, ca. 30%, die wir hier mehr integrieren können in diese Batterietechnologie und das in einem Zeitraum von gerade mal, ja, kann man sagen, anderthalb bis zwei Jahren. Aber das hat uns noch nicht ganz gereicht. Unsere Kunden haben uns auch nach Hochenergielösungen gefragt. Hochenergielösungen sorgen natürlich für viel Reichweite. Und dementsprechend haben wir ein weiteres Produkt in der Entwicklung aufgegeben, und zwar ein Hochenergie-Batteriesystem, das besteht auf diesem Hochenergie-Batteriemodul. Dieses Hochenergie-Batteriemodul ist auch für Akasol ein Novum, denn wir setzen bei diesem Hochenergie-Batteriemodul Rundzellen ein. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Wir haben Rundzellen zugegebenermaßen immer ein bisschen verpönt, weil die Zyklenfestigkeit nicht wirklich gepasst hat und auch die Leistungsfähigkeit für Nutzfahrzeuge nicht in Ordnung war. Nun gibt es aber eine neue Generation dieser neuen Rundzellen, und die haben wir in dieses Batteriemodul integriert. Natürlich auch wassergekühlt, auch mit dem bewährten Batteriemanagementsystem von Akasol und der Software. Und damit schaffen wir es, in den gleichen Bauraum 40 Kilowattstunden Batteriekapazität unterzubringen. Natürlich nicht ganz mit der gleichen Leistungsfähigkeit. Das ist aber für die Kunden, die das einsetzen wollen, nicht wirklich wichtig. Denn da geht es um große Batteriesysteme mit einer großen Reichweite.